Ja, ihr Lieben, da ist er, der goldene Herbst. Der Herbst eignet sich sehr, sehr gut, um Büsche und Pflanzen wieder in Form zu bringen und zurückzuschneiden, da dann einfach die Pflanzen auch nicht mehr wachsen über den Winter und dann hat man das richtig schön schick. Aber es gibt auch einige Pflanzen, die man absolut nicht im Herbst schneiden darf, weil die Pflanzen dadurch Schaden nehmen und auch im Wachstum dann nächstes Jahr gehemmt sind oder mitunter keine Blüte haben. Welche Pflanzen das sind, das zeige ich dir jetzt. Ja, jetzt im Herbst solltest du keine Steinobstsorten mehr schneiden. So wie hier zum Beispiel, da siehst du meine Sauerkirsche. Die solltest du jetzt nicht schneiden, aber zum Beispiel Mirabellen, Pflaumenbäume, Nektarinen, die gehören auch dazu und sollten nicht geschnitten werden. Ja, warum solltest du die jetzt nicht schneiden? Ganz einfach, diese Steinobstsorten sind anders als die Kernobstsorten. Die Wunden, die verheilen langsamer. Wenn du die jetzt im Herbst bei feuchtem Wetter schneidest, ist erstmal die Möglichkeit für Infektionskrankheiten gegeben. Und natürlich auch kann der Frost dann eben diese Schnittstellen ja, beschädigen. Und das kann dann dazu führen, dass du eben ja, im Frühjahr nächstes Jahr dann weniger Wachstum hast und die Pflanze einfach geschädigt aus dem Winter kommt. Auch immer grünes Blattwerk, wie zum Beispiel hier die Lorbeerkirsche, im Volksmund auch Kirschlorbeer genannt, sollte jetzt nicht zurückgeschnitten werden. Ich sage dir gleich, welche Pflanzen noch dazugehören. Erstmal sage ich dir den Grund, warum. Wenn ich nämlich die jetzt hier schneiden würde, dann könnten da aufgrund der tiefer stehenden Sonne und des Frostes Schäden am Inneren der Pflanze entstehen, am inneren Blattwerk und auch an der Rinde. Und das soll man eben vermeiden. Zudem würde ein Neuschnitt jetzt auch einen Neuaustrieb fördern, wenn der Herbst noch relativ sonnig und warm ist. Und diese neuen Triebe würden dann eben über den Winter kaputt frieren und deshalb sollte man das nicht machen. Ja, welche Pflanzen neben der Kirschlorbeere gehören noch dazu? Der Spindelstrauch zum Beispiel. Dann, wenn du ihn noch hast, hier der Buchsbaum. Und auch seinen Nachfolger, den Ilex, die sogenannte Stechpalme, solltest du nicht schneiden. So, die nächste Pflanze, die du nicht im Herbst schneiden solltest, das ist hier der Lavendel. Der wird im Spätsommer geschnitten, ja? Anfang August, Mitte August. Dann ist aber auch schon Schluss. Hintergrund ist, wenn der nochmal austreibt, dann sind auch hier die Schnittstellen zu weich und der friert kaputt. Der muss halt auf den Winter sich vorbereiten können. Und wenn du da eben zu spät schneidest, dann ist das nicht gut. Dann lieber den nächsten Schnitt auf das Frühjahr verschieben. Bei mir kann man das hier sehen, dass der sogar jetzt hier im Herbst noch blüht, weil ich den eben rechtzeitig zurückgeschnitten habe. Ja, wenn man den rechtzeitig im Sommer zurückschneidet, dann hat man bis in den Herbst rein noch eine zweite Blüte. So, die nächste Pflanze, die steht da hinten, die man nicht schneiden sollte. Und das überrascht jetzt wahrscheinlich einige, nämlich hier die Rose. Die sollte man jetzt im Herbst nicht mehr zurückschneiden. Warum sage ich euch auch? Das hat den Grund, früher war man der Meinung, dass so ein Rückschnitt gut ist, weil eben die Rose jetzt im Herbst noch so weiche Triebe hat. Und wenn die kaputt frieren, dachte man, hemmt das Wachstum. Aber nein, so ist es nicht. Diese weichen Triebe können ruhig kaputt frieren. Wenn ihr jetzt die Rose zurückschneidet, habt ihr auch wieder frische Schnittstellen. Mitunter treiben die dann nochmal aus, entwickeln dann wesentlich weichere Triebe. Und ja, die Rose friert auch an den neuen Schnittstellen kaputt. Sozusagen diese jetzt weichen Schnittstellen hier, ja, nicht Schnittstellen, sondern Triebstellen, das sind sogenannte ja, Sollfroststellen, kann man sagen. Das macht nichts, wenn die kaputt frieren. Das ja, schützt die Rose im Gegensatz, wenn ihr das zurückschneiden würdet sogar noch. Außerdem sieht man das hier, dass die Rose langsam verblüht, Hagebutten ausbildet. Und wenn ihr die dann abschneidet, dann haben die Vögel nichts zu essen. Die bedienen sich nämlich gerne an den Hagebutten. Ja, das sind die Pflanzen, die man im Herbst lieber nicht zurückschneiden sollte. Ich hoffe, dass das Video informativ war und ihr noch nicht angesetzt habt mit eurer Schere. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Wer es nicht tut, bis zum nächsten Mal.